Ist ja schnell gegangen. Du erwartest ein Paket. Wer? DHL Express kommt da. Kommt der Ex-Ticker von DHL. Und nicht, das hat nicht der Briefträger dabei nochmal. Weil der will einen Ausweis sehen. Der will einen Ausweis sehen. Und dann kriegst du das. Was hatte ich bei meinem zweiten iPhone auch? Aber jetzt gehe ich in den Shop. Nein, das ist mir lieber. Das nehme ich dann gleich mit. Das verbinde ich dann halber, wenn ich eh bei der Tafel bin, Mittwoch. Wenn ich vollladen, dann hole ich es. Brauche ich nicht runter. Ja. Ja. Eh klar. Ja. 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 Richtig. Ja. Ja.
Richtig, dann ist die Aktion nicht mehr. Erstens das und zweitens musst du warten. Richtig. Genau. Richtig. Da kann halber den Dock. Ja, ist deutlich geringer. Ja, schlägt wieder einmal. Ja. Richtig. 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 Ja. Richtig. Du wunderst dich dann bloß, warum das 9 € mehr sind. Richtig. Das sind so die Kleinigkeiten. Richtig. Das wird alle versteckt, weil sonst erwischt man ja keinen.
Ja, normal schon. Normal schon. Der DHL Express fährt am Samstag auch. Das ist bei mir zum Beispiel, ich wohne jetzt ungefähr mittig zwischen München und Nürnberg. Die normale Briefpost kommt über Nürnberg und der DHL Express kommt über München. Das sind zwei verschiedene Bereiche. Die haben ein größeres. Und von da aus fahren sie dann rum. Ich schätze, dass bei euch entweder